Sie haben einen jungen Kader, trotzdem haben Sie einige Spieler drin, die doch erfahren sind, viel Talent, was Sie drin haben. Ich glaube, jetzt in den letzten Wochen oder allgemein dieser Saison haben Sie noch nicht die große Konstanz aufbauen können. Trotzdem sind Sie, glaube ich, Vierter in der Tabelle. Klar, wenn man so nach England blickt, dann steht momentan alles so ein bisschen im Schatten von Liverpool. Wir sind wirklich in dieser, ja, Anfang der Rückrunde, jetzt wirklich auch in der Spur. Und von daher bin ich da wirklich voller Selbstvertrauen, auch was die Mannschaft angeht, dass sie das gut umsetzt. Jedes Spiel ist letztendlich, musst du neu angehen, musst du gewinnen. Das ist einfach so, wir wollen alle, aber das ist natürlich auch in meinem Selbstverständnis, auch als Trainer, ich möchte natürlich auch jedes Spiel gewinnen, genauso wie die Mannschaft auch. Wir haben jetzt hier natürlich eine andere Konstellation, das heißt, wir haben Hinspiel hier jetzt in Chelsea und dann Rückspiel in München. Deswegen ist es natürlich schon wichtig, dass man hier auch mal ein Zeichen setzt und ja, da sind wir gewillt, das auch so zu tun. Und deswegen, die Mannschaft wird gut vorbereitet sein auf den Gegner. Und dann schauen wir einfach, was morgen dabei rauskommt. Es ist ganz klar ein großer Traum, der hoffentlich irgendwann in Erfüllung gehen sollte. Am liebsten in dieser Saison. Ich glaube, wir haben die Qualität dafür, aber dafür müssen wir auch anders auftreten, als das in der letzten Saison der Fall war.